willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ja, also heute werde ich fahren mit, das waren jetzt geplant, zwei Personen, mit denen ich mich jetzt gleich hier treffe. Ja, wir fahren durch Bielefeld, nehmen ein bisschen was auf, ich hoffe ihr habt Spaß daran. Oh. Ja, da war doch der eine schon. Wir wollen uns an der Aral treffen. Zack, zack, zack. Zack. Kommt der, kommt der, kommt der. Oha, hier ist ein bisschen behindert. Da ist er doch. Moinsen! Bist du glatt an mir vorbeigefahren, ne? Ja. Moin! Ja, guck mal, da sind schon alle dabei! Es ging ja ratzfatz. Seid ihr gerade schon die ganze Zeit rumgefahren, oder? Nee. War das jetzt Zufall, dass wir uns alle gleichzeitig hier... Genau, ja. Wollte sonst keiner mehr kommen, oder? Ich glaub nicht. Ja, dann können wir direkt losfahren. Oder muss jemand noch tanken? Nee, ja dann. Wir hatten eine Hochbeschleunigung und dann vom Gas gehen und richtig knallen lassen. Schade, dass man das im Video nicht so wirklich hört. Ihr müsst euch das einfach vorstellen, dass das krass ist. Also, das wäre dann schon alles. Mit ein bisschen Fantasie, beziehungsweise mit einer Menge Fantasie. Mit einer, warte, mit einer Menge Fantasie. Ich habe so viel SpongeBob geguckt in meinem Leben. was ist denn da? Was ist denn da? Warum steht der da so an der Seite mit Blinklichtern? Okay. Keine Ahnung warum. Motorräder! Hallo! Drei Stück. Und zwei waren, war ich mir sicher, dass das so nur 25er sind. Der hinterste weiß ich nicht. Ich finde das immer bei Sumos und Enduros schwer einzuschätzen, weil ich selbst mich da nicht so mit auskenne. Finde ich das schwer einzuschätzen, ob das jetzt eine große oder eine 125er oder was auch immer das für eine ist. Ich kenne mich da halt einfach null aus. Da gerade geblitzt? Bin mir nicht sicher. War das die Sonne oder war das ein Blitzer? Ich bin mir nicht sicher. Boah, es ist so viel angenehmer. Jetzt ist gerade kurz nach 7. Es ist so viel angenehmer, um die Uhrzeit zu fahren, weil dann die Sonne schon so ein bisschen schwächer ist und nicht mehr so reinknallt, so viel angenehmer zu fahren, ey. Okay, halten wir mal an hier, ganz vorbildlich. Haben die da am Griechen geblitzt oder war das nur das Licht, was mich geblendet hat, einmal kurz? Beim Griechen da, weißt du, wo ich meine? Ja. Haben die da geblitzt oder war es nur das Licht, was mich geblendet hat? Nein, die haben da geblitzt. Ich habe mich schon gewundert, so, hä? Moinsen, ey, ein Rüdiger! Ey, der Rüdiger hatte grüne Felgenränder. Das sah mal mega geil aus. Hoffentlich habe ich das auf der Kamera drauf und kann jetzt gerade hier ein Standbild einblenden. Das sah mega geil aus. Wenn nicht, dann blende ich halt aber kein Standbild ein, ne? Lol, Polizeikontrolle. Das Polizeimotorrad hat sich da gerade einfach einen LKW geschnappt. Zur Kontrolle. Ich hab's erst gar nicht gecheckt, dass das ein Polizeimotorrad war. Boah, ich mach mal das Visier auf, ey. Mir ist so heiß. Rim, Alter, die KTM ist laut. Die ist laut. Dagegen ist Rüdiger nicht so laut. Schöner Akrapo drunter. Deswegen ist sie so gut laut.
Aber Agrapo kostet einfach viel zu viel Geld. Irgendwann wird sich ein Agrapovic geholt. Ach ja, hier in der Stabmausstraße ist jetzt überall 30. Die haben die überall 30 gemacht. Hier war vorher 50 und jetzt haben sie das ganze Stück 30. Das fuckt voll ab irgendwie. Obwohl, wenn es hier voll ist, kann man sowieso nicht schneller fahren. Was ist denn los, Mann? Seit wann ist Bielefeld so voll? Zu dritt kann ich auch nicht Filter bräuen. Hier ist ja jetzt 30! Alter. Oh Mann, der vor uns am Handy am Tippen. G fucking G! Mal gucken, was am Jahnplatz los ist. Ja, mal schauen. Ob am Jahnplatz auch so viel los ist. Hallo. Hi. Ja. Er guckt so. Geil. Okay. Ui. Ich nehme noch auf und habe keine Fliege auf der Linse. Perfekt. Oh, wir hätten uns auch links einordnen sollen. Kommen wir das noch hin? Kommen die das vorne hin? Kommen die das beide hin? Ja, jawohl! Easy! Der hupt. Ach komm. Okay. Nein, aber ein bisschen höher! Ich hoffe, ich hab den drauf. Ich habe mich in dem Moment gerade umgedreht. Ach Mann, die haben ja erstmal grün. Scheiße. Ich kenne die Ampelschaltung hier immer noch nicht, obwohl ich hier schon so oft lang gefahren bin. Im ersten Vollgas geben und dann den Neutralen schalten und sich rollen lassen. Das ist sein Leben. Alter, jetzt steht die Sonne beschissen. Jetzt blendet die. Hi. Die hat jemand mir gezeigt, ich soll Gas geben, als ich rüber geguckt habe. Ja, das mache ich doch. Ich bin so naiv und so leicht zu provozieren. Eine Handbewegung reicht und ich mache alles, was du willst. Zwinker. Ob ich das mit ins Video packe? Das war ziemlich zweideutig. Der Roller fährt einfach raus. Das Auto ist ja auf der Vorfahrtsstraße, aber man kann halt einfach rausfahren. What? Warum hält er denn und lässt ihn raus? Alter. Alter. What? Warum hat er den gerade rausgelassen? Das hat mich komplett verwirrt. Hallo. Geil, der Rollerfahrer, wie er sich umdreht, so mit so einem dicken Grinsen, so Mahlzeit. Rollerfahrer sind so coole Menschen. Ey Leute, eigentlich muss ich auf die Fahrradfahrerspur und den hier machen. Zack, 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 zack.
Den Fahrradfahrer. Das sieht man leider nicht im Video. Aber ich mache halt Tretbewegungen mit den Beinen. Das sieht ganz witzig aus. So grüßen sich übrigens die CBR-Fahrer. Falls ihr es noch nicht wusstet. Hier geht's nach Herford. Das sind aber geile Strecken. Das sind geile Strecken. So ein paar. Hui. Keine Ahnung, wo wir sind, ey. Was machen die da? Wurde er gekillswitcht von seinem Sozius? Ich glaube, der wurde von seinem Sozius gekillswitcht. Wie behindert. Ich erinnere mich an Luisa, die mich schon mal gekillswitcht hat und auch oft versucht, mich zu killswitchen, wenn sie hinten drauf sitzt. Das ist doch Friendly Fire, Mann. Das darf man nicht. Wenn man das zu oft macht, wird man gebannt. Boah, geil, das Teil. Geil, das Teil. Hey, holt aber auf der Schaltlinie noch. Und schon ist die RC vor mir. Oh, und die MT auch. So einfach ist das. Und eine überholt. Oh ja. Easy game, hier gegen die 125er. Bisschen unfair, aber easy. Oh Mann, die MT hat gerade geknallt. Was hat der denn für einen Auspuff drunter? Den braucht Luisa auch. Dann knallt ihr Rüdiger auch mal. Bro, dein Kofferraum ist auf. Ey, das sag nicht ehrlich, der hat sich gecheckt, dass sein Kofferraum auf war. Weil der war gerade losgefahren mit seinem Auto und der Kofferraum war noch auf. Ja gut. Hä, warum habe ich denn auf einmal so gute Sicht nach hinten? Ist mein Kofferraum auf? Nee, das kann ja nicht sein. Vollidiot. Ja, und an dieser Stelle beende ich auch das Video schon. Wir fahren jetzt noch weiter, ne? Vielleicht, wenn noch genug passiert, nehme ich noch ein zweites Video auf. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir 2 Daumen nach oben da, weil ich finde, 2 Daumen sind besser als einer, ne? 3 wären aber zu viel, also 3 gehen nicht klar. Ja, dann wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns beim nächsten Motovlog und dann sage ich ciao und tschüss. Oh mein Gott, das war diesmal richtig behindert.